R-E-W-I-N-S-I-D-E. Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Craft Attack! Meine lieben Freunde, ich bin heute nicht alleine. Ich habe den Kevin dabei. Guten Tag! Hallo! Sehr schön, Kevin. Hallo, guten Tag, hi. Freunde, wir werden jetzt mal besprechen, was gestern Abend wieder im Stream abgegangen ist, so wie wir das immer tun. Ich werde euch einfach hier ein paar Sachen einblenden. Das Wichtigste ist, meine Freunde, es gab gestern einen hinterlistigen Anschlag auf mich. Und das seht ihr auch schon oben am Titel, meine Freunde. Ich wurde gestern fast meines Lebens beraubt, ja? Im Beisein meiner beiden anderen Imperatoren, im Beisein meiner Anhänger, ja? Von Kevin und Zander wurde gestern vom hohen Feuermagier Balui ein hinterlistiger Anschlag auf mich geplant. Und ich zeige euch jetzt hier einfach mal ganz kurz den Einschnitt. Dann stell euch mal drei. Hier Herr Polizist heißt er. Zwei. Erlaube ich dir, den Knopf zu drücken. Eins. Für uns alle. Yay, Fahrwerk, wuhu! Ist das nicht geil? Hammer! Wow! Wow! Was war das? Wow! Was war das? Wow! Was war das? Was war das? Ein Anschlag! Ein Anschlag! Ein Anschlag! Tötet ihn! Tötet ihn! Er hatte TNT bei sich! Er hatte TNT bei sich! Das war ein Anschlag auf den König! Das war ein Anschlag auf den König! Nein! Seid ihr dumm? Das war ein Anschlag! Das war geplant von vorne, von langer Hand. Zündet sein Haus an, los! Das ist aus Obsidian, Alter. Was ist das? Zündet sein Haus an! Meine Herren, wir müssen uns gemeinsam jetzt darum kümmern. Balui! Was? Ich kann da nicht. Was fällt dir ein? Einen Anschlag auf mich zu verüben, du Verräterschwein! Es war kein Anschlag auf dich! Ihr habt es gerade gesehen, meine Freunde, es war schrecklich. Ich konnte mich nicht dagegen wehren. Ich wäre wirklich fast gestorben, Freunde. Und hier ist der Unglücksort. Seht euch das an. Seht euch an, wie groß dieser Krater ist. Das war eine Menge TNT, die Balui hier gezündet hat. Balui hat gesagt, er macht uns Feuerwerk für das große Fest, was am Samstag stattfindet. By the way, gibt es Samstag einen kleinen Special-Stream um 18 Uhr. Das heißt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr alle reinschaut, meine Freunde. Er hat also versprochen, dass er für uns Feuerwerk macht und hat das Feuerwerk mich dann zünden lassen. Daraufhin ist das ganze Ding in die Luft geflogen. Ich wäre fast gestorben, meine Freunde. Daraufhin haben wir Balui ins Gefängnis gesperrt und Patrick wurde gestern Abend ebenfalls wieder eingesperrt, weil dieser Schuft wieder mal versucht hat, nachdem wir ihm wie geplant aus der Stadt verwiesen mussten, weil er immer wieder Stress gemacht hat, meine Freunde. Er hat wieder Drohungen ausgesprochen, er hat mir gedroht, mein Haus anzuzünden, Zander zu töten, Kevins Eltern zu töten, ja? Also das ging deutlich zu weit. Dementsprechend mussten wir Patrick aus der Stadt verweisen und er ist zurückgekehrt und hat weiter Terror geschoben. Dann haben wir ihn schlichtweg mit Balui ins Gefängnis gesperrt. Balui hat dementsprechend bis heute Zeit, sich unserem Regime zu unterwerfen, meine Freunde. Und wenn er das nicht tut, wird er mit Patrick am Samstag auf unserem Dorfplatz hingerichtet. Ich bin hier gerade dabei, eine kleine Scheune zu bauen, beziehungsweise eine kleine Schenke. Ihr seht das hier. Kevin, kommst du auch mal in die Stadtmitte. Guck dir das ja, mal an. Ja, ich bin gleich da. Ich sammle nur gerade ein bisschen Grün, weil ich bin ja dabei, momentan die Gebetsstätte zu bauen. Ah, für Gemba, ne? Genau, die schauen wir uns gleich auch mal an. Das darf ich doch mal zeigen, oder? Ja, klar. Ja, super. Leute, schaut euch das an. Hier oben kommt eine wunderschöne kleine Schenke. Und hier ist auch noch die Mob-Farm. Hier geht es dann quasi einmal nach unten. Hier kommt ein Tresen hin. Hier gibt es dann frisches Bier und sowas für alle Leute in der Stadt. Hier kommen Stehtische hin. Also ihr seht, die Stadtmitte macht sich wirklich. Wir haben ja schon Girlanden aufgehangen. Am Samstag um 18 Uhr findet ein riesiges Fest in der Stadtmitte statt. Und hier vorne wird nochmal ein kleiner Hinrichtungsplatz errichtet, dass wir eventuell Volksverräter und andere Leute hinrichten können und dann quasi gemeinsam in eine glorreiche Zukunft mit Craftech starten können. Ich habe auch gestern im Chat vermehrt gemerkt, wie die Leute darauf aufmerksam geworden sind, dass sie uns unterstützen möchten und gesagt haben, hey, Moment mal, das, was ihr da tut, ist ja gar nicht so verkehrt, denn ihr wollt ja eigentlich nur das Beste für die Stadt. Und ich bin sehr froh darüber, dass ihr endlich versteht, meine Freunde, was wir wollen. Wir wollen nur was Gutes tun. Wir wollen nur was Gutes tun und einem Terroristen wie Patrick niemals die Möglichkeit geben, hier an die Macht zu kommen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was passieren würde, meine Freunde. Also, wir haben auf jeden Fall hier noch einiges zu tun in der Stadtmitte. Wir werden hier wahrscheinlich noch ein paar Zelte aufschlagen, ein paar Bierzelte, eventuell ein Riesenrad und sowas wollte ich bauen. Die Kirche ist ja soweit auch schon fertig. Das heißt, ihr könnt auch quasi schon die erste große Messe stattfinden. Ich habe geplant, dass wir quasi eine kleine Messe feiern, dann gehen wir erstmal gemeinsam in die Schenke und dann, meine Freunde, zeige ich euch noch was ganz, ganz Geiles. Denn der liebe Zinus und Klüm, sie haben es gestern wirklich gemacht, Freunde. Sie haben die großen Statuen für die drei Herrscher gebaut, meine Freunde. Ich zeige euch jetzt einfach mal. Die stehen jetzt oben bei Patrits ehemaligem Grundstück. Dieses ist zwangsenteignet worden. Jetzt flamet mich bitte nicht deshalb, meine Freunde, ja? Wir mussten das tun, weil Patrick konnte mit diesem Grundstück überhaupt nicht umgehen. Er hat dieses Grundstück nur genutzt, um da oben irgendwelche atomaren Waffen zu bauen. Der Junge hat gestern wieder TNT gecraftet en masse und hat wieder Drohungen ausgesprochen und sowas, meine Freunde. Also wir mussten da einfach handeln. So, Spark of Phoenix. Wem gehört deine Stimme? Ja, Patrick hat ja gestern behauptet, der wäre auf seiner Seite, ne? So, wir werden jetzt mal sehen, was Spark of Phoenix dazu sagt. Auf welcher Seite steht Spark? Das können wir nämlich jetzt hier im Video festmachen, meine Freunde. Steht Spark of Phoenix zum Imperium? Zu mir, Kevin und Zander. Siehst du? So, und jetzt werden wir sehen, meine Freunde, jetzt werden wir einfach mal sehen, auf welcher Seite Spark steht. Wir werden jetzt sehen, auf welcher Seite Spark wirklich steht. Weil Patrick behauptet ständig, er hätte hier Verbündete in der Stadt. Na, was soll sich geändert haben? Sehr gut.
sehr gut. Seht ihr, meine Freunde, Spark ist nach wie vor auf unserer Seite. Wir können also mit Sparks Unterstützung hier rechnen. So, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz hier oben diese wunderschönen Statuen, die hier gebaut worden sind. Early Boy wird am Samstag übrigens auch in den Ritterstand erhoben, meine Freunde. Denn der hat sich gestern, wie gesagt, fabelhaft angestellt. Ein sehr, sehr guter Verbündeter, den wir hier gemacht haben. Fragt ihr mich das jetzt jedes Mal, wenn ihr mich jetzt einlogge? Ja. So, schaut euch das an, meine Freunde. Das hier sind unsere Statuen. Das hier ist der mächtige Zandare. Hier bin ich als König und Kevin als Krieger. Ihr seht das hier, meine Freunde. Wir drei thronen hier auf dem Berg von Petrit. Gemeinsam, meine Freunde. Wie gesagt, gemeinsam können wir alles schaffen. Gemeinsam machen wir, ich übe schon mal den Salut. Gemeinsam machen wir alles möglich. Kevin, willst du auch nach oben kommen? Komm her, hier bin ich. Schau mal. Ich zeig dir mal ganz kurz, wie ich die Kneipe geplant habe. Ich bin immer noch traumatisiert, meine Freunde, dass Balui gestern diesen Bombenanschlag auf mich gemacht hat. Wie gesagt, ich hätte damit nicht gerechnet. Vor allen Dingen bei Louis gestern komplett wahnsinnig. Ich zeig's euch einfach hier ganz kurz. Baby, ich würde mal bei deinem Haus gucken. Nach der Aktion? So schnell willst du mir verzeihen? Bei Louis, pass auf. Entweder du fügst dich oder du wirst gebogen, bis du dich fügst. Ach, du ahnst es nicht, Petri. Der ist doch schon von vorgestern. Was haltet ihr von einer eigenen Herrschaft der Feuermagier? Ali, du könntest mein Novize werden. Ich bin Polizist. Baby, du hast kein Netherportal mehr. Nein. Revi, nein, hat er nicht? Das ist ja interessant. Ich hab keins. Revi, einen Schritt weiter und dein Haus brennt. Ihr habt's gerade gesehen, Balui ist komplett wahnsinnig geworden. Kevin hat's einfach auf seinen Hunger geschoben. Ich bin der Meinung, dass Balui einfach geisteskrank ist und nicht mehr zu retten ist. Sollte Balui sich jetzt gegen uns entscheiden, meine Freunde, heißt das das Ende für ihn. Schau mal hier, Kevin, siehst du das Gebäude hier? Ja, sieht richtig gut aus. Ja, das wird noch ein bisschen ausgebaut und so, das wird noch ein bisschen verschnörkelt. Und hier kommt da quasi so eine kleine Taverne rein mit einem wunderschönen Tresen und so. Oben gibt es ein Hotelzimmer für Gäste, die von weiter her kommen. Guck, hier sind schon die ersten Gäste. Das hier ist einmal, Oh, die sind aber sehr aggressiv. Ja, wir haben ein bisschen getrunken hier. Weg jetzt hier, Leute, reicht jetzt auch. So, und hier geht's dann quasi nochmal runter. Und ins Obergeschoss werde ich vielleicht sogar ein Bordell einbauen. Mal schauen, wen wir da arbeiten lassen. Das werden wir dann sehen. Okay. Und, ja, schau mal hier. Wir haben hier schon Gelanden aufgehangen in der Stadtmitte, ne? Wir brauchen auf jeden Fall Essen von der Fettsack GmbH. Sponsert ihr diesmal was, Kevin? Ja, definitiv. Die Fettsack GmbH wird sich um die Versorgung des Festes kümmern. Sehr gut. Würde es ein festliches Festmahl geben? Da ja, es wird Bock alles drauf geben. Es wird sogar Haseneintopf und sowas geben. Oh, das klingt gut. Das klingt sehr gut, meine Freunde. Schaut euch das an. Das wird wunderschön hier. Wir werden hier, wie gesagt, Feuerwerk haben. Wir werden ein großes Feuer machen. Wir werden gemeinsam hier Leute hinrichten. Ah, es wird einfach nur wunderschön. Und wenn hier noch dieser Galgen hinkommt, den ich noch bauen werde, meine Freunde, am Donnerstag. Nee, das war ja gestern. Wenn hier noch der Galgen hinkommt, den ich heute im Laufe des Tages noch bauen werde, meine Freunde, und das Gebäude hier noch fertig ist, ach, ich weiß nicht. Also ich freue mich wirklich auf diese Festivität, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das, da seht ihr mal, was wir als Herrscher hier möglich machen. Ja, wir gehen jetzt mal hin und sagen, passt mal auf, liebes Volk, habt ihr nicht Lust, auf unsere Kosten zu feiern? Und das zeigt doch nur, was für gutherzige Menschen wir sind, oder Kevin? Ganz ja, ehrlich. Ich hab sogar schon die ersten Anhänger für meine Religion gefunden, für die Gambalisten. Oh, den müssen wir gleich auch mal angucken, meine Freunde. Kevin baut einen wahnsinnig geilen Tempel. Der sieht ultra, ultra nice aus. Den müssen wir gleich mal angucken. Jetzt hab ich schon nur den Eingang. Ja, aber ich finde den Eingang schon richtig, richtig geil. Wirklich, ich finde das schon richtig, richtig cool. Warte, ich komme mal ganz kurz zu dir. Ich komme mal ganz kurz gucken, Leute. Also das Gebäude wird auf jeden Fall bis dahin fertig sein. Vielleicht können wir sogar eine kleine Prozession starten. Eventuell gehen wir von der Kirche hoch zur Weihung des Ganzen da oben. Creeper. Ja, den hole ich mir jetzt, Alter. Kein Ding so. Oh, Alter, Knockback des Todes. Vielleicht, meine Freunde, machen wir eine kleine Prozession in dieser Feier. Das heißt, wir gehen quasi hin, gehen zuerst in die Kirche, beten gemeinsam, dann weihen wir den Tempel ein und dann weihen wir eventuell schon mal die Statuen, trinken und richten Leute hin und werden riesig viel Spaß haben, meine Freunde. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr Samstag um 18 Uhr dabei seid. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Alter, sieht das geil aus. Was ist das für ein Tier? Ein Drache? Das ist ein Bärenkopf. Du musst mal von der Seite gucken, dann siehst du das. Ich muss die Berge hier links und rechts noch ein bisschen abtragen, dann sieht man das besser. Warte, ist das Problem? Ist das ein Creeper? Hinter dir ist auch noch ein Zombie. Creeper! Tot. Alter, ja, Mann, richtig geil. Das sieht richtig fett aus. Das Auge ist geil. Hast du das selber designt? Ich habe mir ein bisschen helfen lassen, weil ich bin nicht in Statuen bauen so gut. Aber heftig gut. Sehr, sehr geil. Wie kommt man da rein? Hier, durch den Mund. Du gehst quasi rein. Ich muss noch eine Treppe da reinbauen und dann geht das hier hoch und dann kommt man von hier in die Gebetsstätte. Alter, wie geil ist das denn bitte? Seht ihr das, Leute? Wir haben jetzt zwei große Tempel schon in der Stadt, zwei Glaubensstätten. Ihr seht also, wir sind tolerant gegenüber anderen Religionen, meine Freunde. Wir sind einfach die rechtmäßigen Herrscher dieses Landes. Das müsst ihr einfach jetzt akzeptieren. Ihr seht, was wir hier alles bewegen. Ihr seht, was wir alles tun. Hingegen ist Petrit nur am Rumstressen, ist nur am Terror schieben und hat bis dato noch nicht ein Gebäude, noch nicht eine Veranstaltung, noch nicht eine Sache für die Gemeinschaft getan, ja? Er hat noch nicht ein Gebäude gebaut, er hat nicht mal ein eigenes Haus, ja? Also, der Leute, sprengt auch nur. Ihr seht,
was Petrit tut. Meine Freunde, glaubt diesem Menschen nicht. Er ist ein böser und abtrünniger Mensch. Wir drei nennen uns zu Recht Imperatoren. Denn wir sind die rechtmäßigen Herrscher dieses Volkes, meine Freunde. In diesem Sinne würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Das war's von einer kleinen Update-Folge zu CryptoTech. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns am Samstag alle sehen, meine Freunde. Bis dahin, gehabt euch wohl, macht's gut. Schaut auf jeden Fall beim Kevin vorbei, der Junge ist ganz oben verlinkt. Lasst ihm ein Abo da, ein nettes Kommentar. Das war's von dieser wunderschönen Folge CryptoTech. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss!